Also das Fachgebiet nennt sich eigentlich Quantentransport und als wir in den 80er Jahren angefangen haben mit diesen Nanostrukturen, war eigentlich viel gelaufen in Transportphysik. All die klassische Sachen waren bekannt und wir haben damals angefangen mit Nanostrukturen um zu sehen, ob man irgendwie Quanteneffekte in Transport beobachten kann. Und das war sehr erfolgreich. Weiterhin, die Halbleiter für Leute wie mich sind Materialien, aber nicht so sehr, weil wir da Bausteine bauen möchten, aber wir möchten die Materialien ja so tunen, dass wir da die neuen Effekte irgendwie rauskriegen. Das ist eigentlich immer so gewesen, wie wir die Forschung gemacht haben. Natürlich gibt es Anwendungen und vielleicht ist es auch schlau, da ab und zu mal ein bisschen mitzumachen, aber es geht wirklich um die neuen Effekte, um die zu erzeugen. Was wir jetzt gefunden haben mit diesen topologischen Isolatoren, ja, das war auch nicht vorhersehbar, jedenfalls. Das ist alles sehr schnell gekommen. Also ich habe Spintronik gemacht, lange, ich mache es eigentlich immer noch, dass man versucht, nicht nur den Elektronen, die Ladung von den Elektronen, sondern auch den Spin zu beeinflussen und in Bausteine irgendwie einzupacken. Und wir haben das Material Quecksilbertellurid in Würzburg, was sehr starke Spin-Bar-Kopplung hat und dadurch auch von Interesse ist für diese Spintronik. Und wir wussten schon, dass es diese Inversion gab in der Bandstruktur, was besonders war, aber wir wussten nicht, dass da wirklich echt große Effekte davon kommen könnten. Aber es war schon spannend. Aber wir haben das Material einfach bearbeitet, in Nanostrukturen gemacht, weil wir da Spin-Bar-Kopplungseffekte sehen wollten. Deshalb haben wir die Technologie gerade fertig entwickelt. Als wir dann ja, von diesen Quantenspin-Hall-Vorhersagen gehört haben, und dann hat alles gepasst irgendwie. Also die Vorhersagen kamen, aber es war nicht so klar, was für ein Materialsystem da geeignet war. Ich hatte diese Ideen über diese Inversion, was das tun könnte, und ich habe dann Su Ching Cheng bin ich begegnet aus Stanford, ein Kollege, und habe ihm erzählt über diese Bandstruktur und ist das nicht eigentlich was vielleicht das tun könnte. Und ja, so ist es am Laufen gekommen. Aber es geht um einen Transporteffekt, es sind spannende neue physikalische Effekte, die Anwendungen sind ehrlich gesagt sekundär. Also diese Nanostrukturen in Halbleiter, das war eigentlich das erste Gebiet, wo Nano gekommen ist, so Elektronenstrahllithografie und sowas. Also das war wirklich in den 80ern, in dieser Zeit bei Philips, waren wir eine von den ersten drei, vier Gruppen, die ein REM modifiziert haben, damit man dann Strukturen schreiben konnte in PMMA-Resist und Nanostrukturen erzeugen. Und das war wirklich, ja, Leitwertquantisierung, solche Dinge, das hat dann angefangen. Diese topologischen Quantenmaterialien, ja, das kam so 2005, 2006, dass Leute die Ideen bekamen, da sollte eigentlich ein Quantenhall-Effekt ohne Magnetfeld möglich sein. Und ja, als wir dann gezeigt haben, dass es tatsächlich geht in so einem Material, dann haben auch Leute schnell gesehen, dass man da noch viel mehr kann. Und dann ist dann das ganze Fachgebiet explodiert. Ja, also ich habe studiert in Groningen, das ist mijn Heimatstadt, und habe Chemie studiert. Ziemlich schnell wusste ich, dass Physik eigentlich für mich doch interessanter war. Ich habe dann doch weitergemacht mit Chemie, aber habe mich spezialisiert in physikalische Chemie. Habe dann auch promoviert und das war immer noch formell Chemie, aber das war ein Laser, ultrasnelle Laser, Photon-Echos an organische Kristallen. Dann als ich promoviert hatte, bin ich in die Industrie gewechselt. Das war damals eigentlich ziemlich üblich für alle Leute, die so in Physik oder physikalische Chemie promoviert hatten.
Also Philips war damals noch eine sehr große Firma und hat ein Forschungslabor gehabt. Und da konnte man dann jedenfalls die ersten 5-6 Jahre sehen, was man möchte. Also Grundlagenforschung natürlich in die Richtung von den Sachen, die Philips für wichtig gehalten hat. Und dann später konnte man sehen, ob man in der Forschung bleiben möchte oder mehr in die Industrie gehen wollte. Also da bin ich dann gekommen in 1985 und habe Halbleiterphysik gemacht. Eigentlich angefangen mit den optischen Techniken, die ich in Groningen gelernt hatte, habe ich Halbleiter studiert. Und dann so langsam bin ich gewechselt in Richtung Transportphysik. Ja, dann ging es etwas schlechter mit der Industrie und auch mit dem Forschungslabor. Und ich habe mich umgeschaut nach einer universitären Stelle und ich bin in 1994 in Aachen gelandet als C3-Professor. Habe da eine Gruppe aufgebaut auf dem Gebiet von Transportphysik von Nanostrukturen. Das ist eigentlich, was ich bei Philips in der letzten Zeit gemacht hatte. Und ja, wenn man dann mal im deutschen System ist, dann wechselt man auch nicht so schnell mehr, dann hat man natürlich Gerätesystem. Und in 99 bin ich nach Würzburg gewechselt, wo es einen Lehrstuhl gab mit sehr viel Infrastruktur für Halbleiterphysik. Und da konnte ich eigentlich wunderbar meine Nanotechnologie kombinieren mit den Wachstumstechniken, die dort vorhanden waren. Und so seitdem bin ich in Würzburg. Ja, ob das alles sehr bewusst gewesen ist, ist eine ganz, ganz andere Frage. Also irgendwie war bewusst, dass ich nach Philips gegangen bin, denn ich wollte diese Möglichkeit offen halten, dass ich noch wieder zurück in die Uni gehen würde. Postdoc hat man damals eigentlich kaum gemacht. Und ja, was mich geprägt hat, ist dass ich damals dann auch irgendwie so halb zufällig in einer Gruppe mitgemacht habe, die Nanostrukturen gemacht hat. Das war damals ganz neu, auf Halbleitermaterial, und das war wirklich total spannend und echt neue Physik. Und das hat mich sehr dafür begeistert, um solche Dinge doch auch weiterhin zu machen. Also das war prägend, denke ich. Dass ich dann nach Deutschland gewechselt bin, war eher Zufall. Also man schaut sich ein bisschen rum. Also was wir machen, ist nicht so preiswert. Also ich brauche eine Uni mit Infrastruktur und auch irgendwie Möglichkeit, Förderung zu bekommen. Und ja, Aachen habe ich dann gefunden. Das war eigentlich recht gut, um in Deutschland auch zurechtzukommen. Nach einer Weile sieht man dann doch, ich möchte noch ein bisschen mehr als C3-Professor. Und bin ich C4 in Würzburg geworden. Man braucht immer neue Ideen. Ich habe eigentlich in meiner Karriere habe ich auch 3-4 Mal Richtung gewechselt. Ja, nicht großartig, aber immer ein bisschen, weil man frisch sein muss, um neue Dinge zu machen. Wenn man zu lange das Gleiche macht, dann irgendwie kommt man nicht mehr voran. Also da ist es wichtig, dass man mit vielen Leuten redet. Und ich habe immer auch viele ausländische Kontakte gehabt, also auch in meinen Philips-Zeiten schon. Das war ein neues Fachgebiet, was eigentlich an 3-4 Stellen damals weltweit nur gemacht wurde. Also mit den Leuten redet man. Und die Kontakte sind beigeblieben, das ist ein Netzwerk geworden. Also ich habe immer noch sehr gute Kontakte, auch in Amerika und in England. Das ist wichtig. Junge Leute sind natürlich auch wichtig. Ja, die machen die eigentliche Forschung, wir sollen ehrlich sein. Also, ältere Leute, wie ich mittlerweile bin, wir geben an, was vielleicht gemacht werden könnte, aber die jungen Leute machen es. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass da neue Ideen kommen und dass sie genauso begeistert sind, wie man zomer ist, fürs Fach. Neugier is wichtig. Also erstmals, man muss natürlich wirklich als Wissenschaftler eine bestimmte Ethik immer vervolgen. Man muss wirklich genau wissen, dass was man sagt, dass das auch wirklich standfestig ist. Das ist eine wichtige Sache. Aber für neuartige Forschung ist es wichtig, dass man auch offen ist für neue Ideen. Dass man sich ständig neue Fachgebiete anschaut und versucht zu kombinieren mit den eigenen. Nur so kommt man weiter. Wenn man nur versucht zu optimieren, was man schon kann, dann ist es eigentlich nicht so spannend, was da gemacht wird. Also Neugier ist wichtig und auch die Möglichkeit, um neue Experimente zu definieren, jedenfalls für einen Experimentator. Ja, erstmal neue Dinge machen und man muss auch ein bisschen eigensinnig sein, man muss selber sehen, was interessant ist und was muss man dann machen.
was wir schon versuchen in Würzburg ist jonge Studenten möglichst bald auch mit Forschung in Kontakt zu bringen. So, im zweiten Semester machen wir schon Seminar mit Originalliteratur. Und natürlich kann man da noch nicht alles verstehen, aber man sieht schon, wo es hingeht. Und dann im dritten Jahr nochmal und im vierten Jahr nochmal. Also möglichst viel Kontakt zwischen diesen jungen Studenten und was aktuell in der Wissenschaft ist. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass wir das rüberbringen, dass was wir machen auch echt spannend ist. Also ich habe die Medaille bekommen für die Entdeckung von topologischen Isolatoren. Das sind Materialien, die im Inneren isolieren, also nicht leitend, aber an der Oberfläche sind die metallisch und das Metall ist ganz speziell. Die Elektronen haben Dirac-Eigenschaften und das heißt, dass wir damit auch Dirac-Physik tatsächlich damit experimentieren können. Das Fachgebiet nennt man mittlerweile topologische Materialien oder Quantenmaterialien. Man kann diese Ideen jetzt in vielen Richtungen ausbauen und das ist was gerade überall passiert. Ja, was heißt die Stern-Gerlach-Medaille? Ich habe natürlich schon mehr Medailles bekommen, aber für mich ist es eigentlich ganz schön, dass nach 20 Jahren, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin und das System überhaupt nicht kannte, dass ich jetzt wirklich diese Anerkennung erfahre und das finde ich eigentlich sehr toll. Eigentlich bin ich auf so manche echt stolz. Es gab diesen Frontier Physics Prize, das ist etwas ganz Neues und ich war da bei den ersten Preisträgern davon. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Europhysics Prize, das war natürlich auch etwas. Ich habe immer gedacht, wenn ich vielleicht mal was bekommen könnte, zoals wie Europhysics, dan is mijn carrière is oké gelaufen. En dat was de eerste prijs die ik bekommen heb. Also dat was voor mij ook schon een ganz schöne Sache. En natuurlijk de Berkeley-prijs in Amerika is voor Festkörperphysiker een zeer renommierte Auszeichnung. Dat was een schöne Sache. En nächste Woche gehe ik naar Saudi-Arabië en bekomme ik den King Faisal Medal. Es sind vor allem Kontakte, denke ich. Also ich denke, das ist für die meisten Kollegen so, dass man hört ein bisschen neue Physik, aber die hört man sowieso. Aber man redet miteinander und dann hört man Sachen, die sonst nicht so bekannt sind. Ich denke, dass das Informelle an den Frühjahrstagen ist das Wichtigste für die Professoren. Für jüngere Leute ist das natürlich vielleicht die erste Möglichkeit, um einen Überblick über ein Fachgebiet zu bekommen oder um selber mal einen Vortrag zu halten, um solche Dinge zu machen. Aber wirklich für die etwas ältere Kollegen ist es doch wirklich, man sieht sich mal und man hört mal was und das Informelle ist, denke ich, das Wichtigste. Ja, ich bin zu DPG gekommen, als ich nach Deutschland gewechselt bin. Ich habe mir gedacht, jetzt soll ich dann auch mal mitmachen mit den neuesten Physikern, so einfach war das. Es ist ein sehr offener Verein, ich komme gerne nach Bad Honnef. Ich schätze sehr, wie aktiv der Verein ist. Also, ich fühle mich sehr wohl bei der DPG.